Die Heimspiele der Munich Cowboys werden Ihnen präsentiert von unserem Hauptsponsor Werksviertel Mitte. Urbanität neu erleben. Die neue GFL-Saison. Sie startet. Die Munich Cowboys begrüßen die Frankfurt Universe hier im Dante-Stadion. Dritter und 10, bisher kaum Raumgewinn, vielleicht ein halbes Jahr für die Frankfurter. Was macht Steve Cluley? Der gibt den Ball nicht ab, Play-Action und dann gibt es da den Sack. Riesenplay der Cowboys, dann der ist immer noch oben, jetzt haben sie ihn gesackt. Dritter und 3. Wieder geht der Ball auf Kai Silbermann, wieder mit dem Catch an der 40, an der 45 wird getackelt, an der 47, neuer First Down für die Munich Cowboys. In der Shotgun Steve Cluley und Joe Bergeron. Cluley will werfen über die Mitte, völlig frei, der Wide Receiver, Touchdown Frankfurt, David Giron Jansa, 31 Yards. 3 Receiver zur Rechten, einer zur Linken. Er rollt nach rechts raus, aber diesmal sitzt das Tackle der Cowboys und das führt zum Raumverlust. 2 Receiver auf der linken Seite, 2 Receiver auf der rechten von der eigenen 9. Trenton Miller hat ein bisschen Zeit, intercepted. Das ist ein Riesenbock von Trenton Miller. Alex Funk und Benedikt Nikpali im Backfield. Und es wird der Quarterback-Sneak und da ist viel Platz. First down, 20, 25, Stiff Arm, 30, 35. Trent Miller geht zu Boden in der 38. Ein Überraschungsspielzug. Beobachten wir weiter. Vielleicht kommt Sonny Weißhaupt ja doch noch. Erstmal gibt es den Field-Goal-Versuch der Frankfurter und der ist drin. 10:0. Die Kraft der Cowboys-Defense lässt schön langsam nach. Sie können dieses Laufspiel nicht ewig stoppen. Und jetzt, wo es dem Ende zugeht, ist das eben noch mal schwerer. Die Männer in Lila, die walzen da aber auch jetzt richtig durch. Schon wieder ein Riesenlauf von Bergeron. Geht er bis in die Endzone. Und er wird, es war nicht Bergeron, sondern es war Justin Rodney. Touchdown, Universe. Und ein Doppelflickflack gibt es noch hinterher in der Endzone. 2:55 noch auf der Uhr, Dritter und 16. Play Action, Pass rüber auf die linke Seite. Kai Silbermann völlig frei in der Secondary an der 50. An der 45 auf der Seite der Frankfurter. Tackled wird er an der 40.